Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Weiter geht's. Wir müssen zurück zu der Akademie, wenn ich das richtig ausspreche. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle oder weg von. Und ich habe natürlich. Achso, wir können gar nicht. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen. Ja. Das interessiert ja aber aktuell gar keinen. Da ist, da wird gerade gekämpft. Und. Er kämpft mit den Fäusten, das finde ich sehr ehrenhaft. Sieht schon cool aus. Ihr habt überlebt. Dann habt ihr das Ding also. Ja, wir haben das Ding. Das Ding so mächtig ist, wie die Seejigs glauben. Seht selbst. Ankanos Macht wächst. Wir können die Magie, mit der er sich schützt, nicht durchbrechen. Ich hoffe, euer Ausflug nach Labyrinthion hat sich gelohnt. Ich bin direkt hinter euch. Das würde mich über... ...wenn auch nur einer... Was für einen Effekt hat nochmal der Stab? Absolutiert 20 Magier pro Sekunde. Wenn das hier kein Magier besitzt, wird Gesundheit abgezogen. Nicht schlecht. Und noch 20 pro Sekunde, das ist stark. Der Spruch war gut. Ja, der Spruch war gut. Ich habe schon Erkältung bekämpft. Die waren kälter. Ja. Ich stehe über euren jämmerlichen magischen Versuchen. Ihr könnt mir nichts anhaben. Der Stab wendet ihn auf das Auge an. Thema erledigt. Letzte Fehler. Sieht cool aus. Ich finde, wir sollten das so lassen. Ich wusste. Ich weiß nicht. Ankano ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat,
dauert offenbar noch an. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Döner essen? Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Wir können vieles sehen, was euch verborgen bleibt. Wir haben schon lange daran geglaubt, dass ihr siegen würdet. Das Auge ist instabil geworden. Es kann nicht hier bleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Ankanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzuleben. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Psijix? Jetzt? Hier? Was in Talos Namen? Psijix? Jetzt? Hier? Was in Talos Namen? Ihr habt es geschafft! Die Akademie ist dank euch wieder sicher! Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die Psijix recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet diese als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Wenn ihr einen Rat braucht, findet ihr mich hier. Okay. So, jetzt haben wir endlich die Robe. Alle Zauber verbrauchen 15% weniger Magier. Du erhältst. Nicht schlecht. Die ist gut. Und sieht auch ein bisschen cool aus. So, nein. Ja. So, ich bin jetzt Erzmagier. Jetzt müssen wir doch endlich dieses. Ne? Ich bin kein Mann großer Worte, aber ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnt, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Das Buch ist mir unbekannt. Nein, das war's nicht. Ja, jetzt lese ich ein andermal. So, das ist das. Also gut. Nee. Erzmagier hin oder her. Bei meinen ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Natürlich. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden. Sorgfältig. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. So, wir haben das jetzt mit den Erzmal. Akemie jetzt durchgespielt. Die Story. Oh, wir sind immer noch. Das hängt doch zusammen. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz was nachgucken. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt gegoogelt und nochmal ist das irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, wo sie sich befindet, zumindest der Ort, wo sie sich befindet, und zwar genau hier. Wir haben den Ort noch nicht entdeckt. Das ist natürlich, Den ja. Gehe da jetzt einfach hin und pack das Ding ein, aber vorher müssen wir natürlich nochmal unsere Sachen lernen. Also, das Ding befindet sich etwa hier so. Ist eine alte Zwergenruine. Können wir Dinge verbessern? Nein. Das ist nicht schlecht. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Indem wir die Augen zumachen. Ihr seid jemand, der für... Vulkanglas. Knochenpfeile. Ne, Knochenbolzen, Entschuldigung. Alles klar. Ich habe hier einige gut. Werft einen Blick darauf. Okay, der ist schon stark. Wo ich bin eh bald nicht drauf spezialisiert. Eisenplatten, ja. Eine Menge Schriftrollen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Hey, was soll denn das? Ach, sei doch ruhig, du. Mit deinem riesen Ego. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für ein Willkommen. Alter. Klickt darauf. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Muss ich mal gucken. Ja, jetzt kommen so langsam die Ebenerdsachen hervor. Was heißt so langsam? Mal wieder zu sehen. Ich glaube, daraus können wir auch noch was machen. Bald mal lieber sicherheitshalber. Können wir natürlich nicht verdecken. Obwohl die immer noch schwer ist, ne? Das kann man verdecken. Den Schmuck behalte ich natürlich. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Das Handeln, das muss man einfach offline machen. Also das, vorsichtig. Ja, weil die Händler haben ja einfach so wenig Geld.
Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Was willst du denn, Lydia? Halt! Ja? Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Doch. Das würde allein ja schon, ja, ich habe das in die falsche Box reingetan, richtig? Entschuldigung. Nee, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, hier ist auch Kleidung drin. So, einmal das. Das. Ich werde das alles einmal offline machen. Also das würde gefühlt Jahre dauern, das hier alles in der Folge zu machen. Und das möchte ich euch überhaupt nicht antun. Einfach alles rein damit. Die Bücher auch noch, Alter. Oh, wiegt der 20 Gewicht anhalten, können wir ja immer noch nicht loswerden. Das auch nicht. Ja. Kleinvieh macht auch Mist nach der Zeit. Das können wir rein. Das. Oh ja, bitte die Drachenknochen. Die sind ja unglaublich schwer. Ja, sind mir die in der Tasche reingefallen? Das tut mir aber leid. So. Ja, den müssen wir auch noch irgendwann mal machen. So. Langes Leben euch, Tane. Das heißt, lang lebe die Enklave. Ich meine natürlich. Ach komm, vergiss es. Warte, der Typ wollte ja Feuersalz. Feuer. Wie viele haben wir eigentlich? Ich nehme eins, dann wird uns das eigentlich angezeigt. Wir brauchen noch 4 Stück. Passt, gut. Aber der Typ braucht gar nicht zu wissen, dass wir die Dinger geklaut haben, richtig? Egal. Rest müssen wir irgendwann mal hier alles verticken. Das ist einfach so viel. Die kann ich nicht ablegen, das weiß ich jetzt schon. Das sind Questgegenstände. Wie leicht sind wir jetzt eigentlich? Unter 200, ne? Was ist denn eigentlich noch so schwer? Die paar Getränke auf jeden Fall. Geben noch ein bisschen Gewicht ab und bringen auch Geld ein. Feuersalze. Die bringen wir mal kurz weg. Das war in Rifton.
Ja, da haben wir zwei Masken haben wir schon. Oder ich glaube sogar drei, richtig? Ich weiß es. Ochse. Arschloch. Das heißt hier Ochse. Ich bin immer noch eine Frau. Also im Spiel. Wollt wohl. Wunderbar. Die waren bestimmt schwierig zu bekommen. Ihr habt mein Geschäft gerettet und das Herz eines alten Schmieds erwärmt. Dafür danke ich euch. 1500, nicht schlecht. Lasst euch mal wieder blicken. Halt, weil wir ja schon mal hier sind. Immer willkommen. Ihr wart ein gut. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das behalte ich. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das war's schon. Lasst euch mal wieder blicken. Ihr seid immer willkommen. Grüße, geschätzte alles, was ich in der Auslage habe. Verkaufst du eigentlich besondere? Nee, Amulett. Nordkram eben halt, ne? Das Ding wiegt mal eben gerade zwei Gewichtseinheiten, alles klar. Brauche ich nicht. Passt auf euch auf, Landläufer. Wollt ihr etwas kaufen oder seht es euch an? Danke. Oh, jetzt sind wir deutlich leichter und haben mehr Geld. So, wir müssen einmal. Ich habe mir schon ausgesucht, von wem wir das machen. Von hier aus und gehen dann hier so runter. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Ja. Wir müssen einmal hier lang zu diesem Totenschädel. Aber bevor wir es machen, machen wir hier Feierabend. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt, bessere Tipps oder sonst was, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's. Euer Praktikant und ciao.